Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus Worlds of Fun. Und ja, Worlds of Fun hat Geburtstag. 50 Jahre Worlds of Fun. Das heißt, heute Abend gibt es wieder Feuerwerk und ganz viele andere Sachen, die mit dem Jubiläum zu tun haben. Also so Specials und Shows und alles halt sowas. Und ja, wir schauen uns mal den Park an und sind dann auch gespannt heute Abend aufs Feuerwerk und was sonst noch das 50-jährige Jubiläum sonst so zu bieten hat. Neben den normalen Attraktionen natürlich. Wir starten den Tag mit Spinning Dragons, weil aus Kapazitätsgründen. Und dann, damit wir halt die Counts alle durchbekommen. Spinning Dragons macht Spaß, die Operations machen jedoch nicht so viel Spaß, weil erstmal laden die Züge nicht, also füllen die Züge nicht auf, das heißt, es sitzen teilweise immer nur zwei Leute in einem Wagen und die Dispatchzeiten sind also wirklich unterirdisch. Wie gesagt, plus die laden die Wagen nicht ganz, sie sitzen dann zwei, vorhin saß auch nur mal einer alleine in einem. Ich dachte, Leute, dann füllt das doch bitte auf, alles dauert einfach ewig. Aber was schön ist, da ist so ein Springbrunnen quasi in der Mitte, wo man drumherum fährt. Und das ist wirklich echt hübsch. Und wie gesagt, Spaß macht die Fahrt natürlich auch. Und weiter geht's mit dem Inverted Coaster Patriot. Das war nichts mit Patriot, weil die Probleme haben mit der Reihe 5. Also, die kriegen irgendwie die Sitze, waren auch schon die Dingsbums da. Gott, wie nennt man das denn? Maintenance war schon da. Konnten sie aber nicht fixen so richtig und jetzt steht es da, die versuchen es, aber bis jetzt passiert da gerade gar nichts und fährt auch nicht. Deswegen sind wir jetzt aus der Queue raus und werden erstmal schauen, dass wir was anderes machen können. Anstatt Patriot jetzt zu machen, sind wir dann jetzt zu Timberwolf reingegangen. Ein Woody. Und schauen wir mal. Aber auch hier wieder, das sieht so schön aus. Also wirklich für so einen Kettenpark. Hier ist viel mit Wasser und einfach sehr schön angelegt und das sieht richtig cool aus. Das war ein Woody der Dint Corporation. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal eine Bahn hingefahren bin. Naja, wenn nicht, warst du die Erste. Laute Musik, ja, lieben wir. Layout, es passiert nicht viel. Ja, man hatte ein bisschen Airtime, einen sehr guten Moment. Wie gesagt, sonst passiert halt im Layout nicht sehr viel. Es ist halt viel nur geradeaus, ein paar Hügelchen, aber ja, war auf jeden Fall nett, fährt sich ganz okay und Spaß macht es alle Male. Und jetzt stehen wir vor Cosmic Coaster, ein Wacky Worm.
kurz vergessen, dass wir bei Cedar Fair sind und man bei Cedar Fair keine Kiddie Coaster ohne Kind reiten kann, fahren kann. Also, Lost Count. Dann machen wir halt jetzt anstatt einen Kiddie Coaster Mama. Mamba war echt richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Man kriegt richtig Speed drauf. Also richtig. Dann so viel kranke Floater-Airtime. Es ist wirklich so, wenn du oben über den Hill gehst, fängst du an zu floaten. Und wenn es halt unten ist im Tal, dann kommst du halt wieder auf den Sitz auf. Ist jetzt nicht so 100% angenehm, aber ist auf jeden Fall sehr cool. Also, und ja, wie gesagt, richtig viel Speed. Die Helix richtig intensiv. Also wirklich intensiv. Ja, das war wirklich, wirklich, wirklich echt richtig, richtig gut. Und jetzt weiter zum Bumerang, der hier auch nur Bumerang heißt. Der Bumerang, ja, Bumerang, der hatte zwar keinen harten Schlag, aber es ist so ein richtig unangenehmes Rappeln. Das geht bei mir schon wieder komplett auf den Kopf. Also das fand ich unangenehm, sehr unangenehm. Aber immerhin kein großer Schlag drin. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Und für eine kleine Stärkung haben wir jetzt die Auntie Anne's Pretzel Bites. Wie heißen die nochmal? Jedenfalls sind das diese eingebackenen Würstchen da, die sind lecker. Es ist Zeit für Zambezi Singer, ein GCI, und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Wirklich sehr gespannt. Ja, ist ein bisschen voll, aber wir warten jetzt einfach. Und da seht ihr mal den Lift. Und ich muss auch mal kurz sagen, ja okay, hier sind wir schon fast aus dem Themenbereich raus. Aber der Themenbereich sieht auch wirklich ganz nett aus. Oh mein Gott, hier sind Grastiere. Guckt euch die süßen Grastiere an. Guck mal, John, da bist du. Da. Nee, hä? Wo zeige ich denn hin? Da. Das ist John und das ist... Weiß ich nicht wer. Ja, Zambezi Singer war... Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie mehr erwartet. Also, es war schon sehr, sehr rappelig, finde ich. Also, es war wieder so ein Rappeln, was mega auf den Kopf geht. Eigentlich bin ich da gar nicht empfindlich, aber es ist halt mega, mega warm. Und dann geht dieses
ich weiß nicht, dieses Rappeln, was einfach direkt in den Kopf geht. Es tut nicht richtig weh, aber es ist einfach richtig unangenehm. Das hat so ein Besi-Singer auf jeden Fall. Ja, das Layout ist ganz gut eigentlich für so einen Family-Coaster halt eben. Ist das cool, aber wie gesagt, das ist halt wieder dieses Rappelige, was direkt auf den Kopf geht. Was bei der Hitze halt einfach super unangenehm ist. Genau, das ist eigentlich echt schade, weil wäre dieses Rappel nicht da, wäre das halt echt eine coole Bahn, vor allem für halt eben Familien, wofür es halt auch gedacht ist. Ja, also es ist auf jeden Fall okay, aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, so muss man jetzt vielleicht öfter fahren oder ist jetzt meine Lieblingsbahn hier im Park. So ist es halt dann auf jeden Fall nicht. Damit geht es direkt zum nächsten GCI und zwar Prowler. Also das war ja mal mega gut. Das war richtig, richtig geil. Da, Prowler. Ich glaube tatsächlich sogar meine Lieblingsbahn im Park. Fand ich richtig gut. Es ist recht smooth. Es ist ein geiles Layout. Man hat richtig viel Speed. Man hat Airtime. Es ist einfach alles, was ein guter Woody braucht. Und das war richtig, richtig gut. Also ich bin ein bisschen perplex gerade, aber auf jeden Fall richtig gebockt und ja, also top. Wir versuchen es jetzt nochmal bei Patriot und sind auf dem Weg dahin und danach wird es dann wahrscheinlich mal was zu essen geben. Hier gibt es einen Panda Express und die haben eigentlich immer ganz leckeres Essen und mal was anderes im Freizeitpark als immer nur Burger und Pommes und Pizza. Let's go. Das war wirklich ein ja, ganz guter B&M Inverter. Layout ist echt cool. Die Farben sind richtig cool. Also das ist richtig. Der Zug sieht richtig gut aus, die Schiene sieht richtig gut aus. Also das passt echt richtig gut zusammen. Und man hat sogar ein bisschen Airtime, ja, an zwei Stellen. Ja, auch der Drop und so zieht einen echt gut runter und hat mir gut gefallen. Und was habe ich jetzt hier schon wieder in der Fresse? Ich weiß es nicht, irgendwie. Ja, jetzt noch eine Aufnahme machen und dann essen. Es gibt jetzt hier eine große Show, die wir uns anschauen wollen und zwar das Moulin Rouge im europäischen Themenbereich. Und das soll irgendwie, ja, 30 Minuten Show sein, worauf ich sehr gespannt bin, weil Moulin Rouge und so ist ja immer so Tanz und Gesang. Das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. It's a tribute of music and memories. It's Moulin Rouge 15! Help you feed your pussy cat, then go home as girl.
Das war eine richtig, richtig, richtig gute Show. Also die waren so der Hammer. Alter Schwede. Gesang, Tanz, alles war perfekt eigentlich. Also wirklich eigentlich perfekt. Ja, das war richtig, richtig gut. Und jetzt versuchen wir mal irgendwo eine kleine Abkühlung zu bekommen. Entweder irgendwie Rafting oder Lockflume. Das haben wir nämlich auch heute noch gar nicht gemacht. Das Rafting war eher langweilig und nichts aussagend, nicht nass. Naja, das einzig Coole war, aber das war auch nur am Anfang. Man wurde halt echt schnell und hat sich echt schnell gespinnt. Das war witzig, aber wie gesagt, das waren so 2 Minuten und der Rest war halt einfach langweilig. Also eins der schwächsten Raftings, die ich je gemacht habe. Hoffentlich wird man meinem Lockflum mal ein bisschen nass, weil es ist echt heiß und das wäre echt mal angenehm. Mensch, wie sind wir denn so schnell in den Europa-Park gekommen, hör mal. Kurz in Privatjet geflogen, gestiegen und eine Runde in Europa-Park geflogen, würde ich mal sagen. Ja, der Lockflum war etwas nasser, nicht super, super krass, aber ein bisschen Erfrischung. Ach, das ist super angenehm. Jetzt würde ich noch ganz gerne mit dem Zug hier ein Ründchen fahren. Und dann ist auch da noch eine Show, die ich auch gerne sehen würde, bevor dann hinterher das große Feuerwerk kommt. Genau, aber jetzt erstmal auf dem Weg zum Zug. As you turn your train, once you go to Americana, featuring Timberwolf, Steelhawk, Patriot, and Ripcord. There's all I can refer to it, the heck no. Also featured. Yeah, it's been a while. It's getting dangerous. Next up, we've got Steam Ride on the move. It goes forward, it goes backward, and forward, and backward. That's one of my favorite rides here at Worlds of Fun. Just not right after lunch, though. Passend zum Jubiläum gibt es auch Jubiläumsessen und ich habe mir jetzt was geholt und zwar heißen die Golden Tokens. Das sind quasi Süßkartoffeln, ja, so Art Kroketten, gemischt mit so Käsekroketten. Davon sind leider nur 2 auf meinem Teller gelandet, aber ja, mit so einem Dip zeige ich, oh Gott, zeige ich euch mal kurz. Oh, I'm gonna dance with somebody. I'm gonna dance with somebody.
Kansas City. We chose the large multicolored Ascension balloon for our symbol because it represents adventure, fun, and exploration. So grab your passport and climb aboard. Our journey awaits.